Mein Name ist Paul, ich bin Schlagzeuger seit ewigen Jahren, wohne und bin geboren in Bautzen und habe an verschiedenen Orten schon vieles entdeckt. Im Prinzip kann man das, was ich entdecke, nämlich Sound, überall entdecken. Das ist eigentlich das Schöne daran. Was mir immer auffällt, ist, man hat, wenn man einmal sich ein bisschen reingefuchst hat, in was kann man mit welchen Sounds machen, sag ich mal, ein gewisses Ohr dafür und damit eigentlich auch alle Möglichkeiten zu musizieren anhand dessen, was man selber vorfindet. Vom zugeklappten Buchrücken als Bassdrum bis hin zu Komet-Eisbechern, die ich erstanden habe auf einem Trödelmarkt, die in einem Abstand von einem Halbton erklingen, ist im Prinzip alles möglich. Und das heißt, man kann sich ein bisschen von dem traditionellen Bild, es braucht irgendwie ein fertig aufgebautes Drumset oder es muss zwangsläufig mit Piano sein, ein bisschen lösen, was ich als also seit kurzem als Bereicherung empfinde. Ich bin da jetzt kein Pro oder so, sondern mache das jetzt seit einem Jahr ungefähr. Und das hat ein bisschen angefangen in Finnland, als ich da im Ausland war, ein halbes Jahr, weil sich dort die Gelegenheit geboten hat. Ich hatte sehr viel Zeit und konnte in aller Ruhe mich damit beschäftigen, wie eigentlich was klingt. Wir hatten einen sehr musikalischen Wasserkocher in der Wohnung. Manchmal ist es so, dass es einfach eine Spielerei ist, also zu gucken, wie klingt der Pappkarton am besten, also auch auszuchecken, aus welcher Richtung man den Sound aufnimmt, wie stark man den Sound klingen lässt, also wie stark oder schwach man quasi anschlägt. Das kommt natürlich auch daher, das ist vielleicht eine Konstante bei mir, ich klopfe immer, ne? Also ich heißt, ich spanne nirgends eine Seite auf oder ja, nehme ein altes Klavier auseinander oder, sondern habe immer das Perkussive im Kopf und nutze meistens Sounds auch so. Man kann das auch anders machen, gerade im digitalen Bereich kann man sich alle möglichen Presets runterladen bis hin zu kaufen. Das hat aus meiner Sicht aber immer den Nachteil, das ist wie im Kochen eigentlich, wenn man selber kocht, schmeckt es am besten. Und auf der anderen Seite, wenn man sich dann den Sound, weiß ich nicht, in 10 Anschlagsdynamiken oder in 10 Varianten aufgenommen hat, klingt, wenn man alle davon benutzt, der Klang auch sofort organischer und nicht so generisch sich wiederholen sozusagen. Und schlussendlich läuft manches darauf hinaus, dass ich dann einfach irgendwie einen Sound geil finde und sofort drüber stolpere, den manchmal auch mit dem Handy aufnehme. Meistens bietet sich da auch nachts an, weil dann ist alles andere nicht so laut und man ist ein bisschen entspannt. Das hilft auf jeden Fall. Wenn man irgendwie gestresst ist, finde ich, nimmt man Sounds auch schlechter wahr. Und dann bastel ich vielleicht von dem Sound aus irgendwas, weil er mich irgendwie fasziniert. Andersherum ist es natürlich so, dass man vielleicht in den Song schon parat hat und da nach bestimmten Sounds sucht, die man jetzt nicht zwangsläufig sofort an der Hand hat, dann fängt man an, irgendwie auszuprobieren und aufzunehmen und zu schneiden. Also es gibt Sohne und Sohne-Sounds. Bei wenigen Sounds ist es eigentlich so, dass ich sofort im Klangbild was später dann irgendwie entsteht als Song oder als Beat oder so, im Kopf habe. Das meiste ist wirklich irgendwie auf irgendeine Art spielerisch. Und ich sag mal so, man fängt dann an, sich irgendwie eine Sample-Datenbank zu bauen und benennt die Sounds. Und dann fängt man halt an, rumzuspielen und eher die Sounds dann in einem Kontext zu verrücken. Also das heißt, wenn ich irgendwie im Tacker bei mir in der Wohnung habe, setze ich den natürlich, also den Sound, dieses Klacken, quasi nicht als Tacker ein oder denke dann nicht zwangsläufig an eine Snare Drum oder an ein Instrument, was sowieso auch im normalen Musizieren in einem Schlagzeug drin wäre beispielsweise, sondern versuche immer die Sounds auch in einen anderen Kontext zu stellen und löst der eher Ruhe aus oder eher das Gefühl, jetzt geht's richtig ab sozusagen.
spiele quasi mit den Sounds und gucke, ob mir eher eine Stimmung einfällt. Also ich bin bei den Sounds jetzt dabei, die durchzuhören. Dabei fällt mir auf, dass viele, also das ist sehr schwankt zwischen sehr harten Sounds, also sehr attackreichen Sounds und ein paar eher atmosphärischen Sounds. Und ich cheate ein bisschen, indem ich ein Keyboard noch mit hinzunehme und baue quasi jetzt eher so eine Sphäre, die für mich diesen Ort, an dem wir heute waren, eher widerspiegelt. Also dieses am Wasser sein, in der Sonne sitzen, ja, und ein bisschen vielleicht auch ruhig in sich kehren.